wachte auf, weil ich fror. Es war scheißkalt geworden. Wie lange ich im Auto geschlafen hatte, wusste ich nicht. Jedenfalls war die Flasche fast leer. Ich nahm noch einen Schluck, nur zum Aufwärmen. Dann sah ich auf die Uhr. Es war 2:30. Zeit zu handeln. Es war ganz einfach. Sie hatten nicht mal die Tür verriegelt, so sicher fühlten sie sich. Auch die Vorhänge waren nur halb geschlossen. So konnte ich sie im Licht der Straßenlampe deutlich sehen. Sie lag halb unter ihm und er hatte sein nacktes Bein aus dem Bett hängen. Ich schoss sofort. Erst auf sie, dann auf ihn.